und habe die Magie jeden Tag verlöst. Bitte geht Rivals auf und überredet sie, mir wieder Äpfel zu verkaufen. Das ist kein. Tut mir leid. Ja. Wer bist du? Doki. Warte mal, was ist mir für den? Hast du mal eine Ahnung oder Herzensbrecher hörst selbst? Oder hast du den Prinzessin schon eingefangen? Was mache ich? Ich kümmere dich nicht um deine eigenen Angelegenheiten. Ja, du hast mir aber ganz schön dreckig. Bist wohl heute mit dem Fahrspann aufgestanden. Was führt dich hierher? Hat ein Schweinherrscher deine Pantoffeln angenagt? Ich brauche Informationen. Klar, ich hätte über alles und jeden Informationen. Aber ihr rückt nicht so einfach so raus, verstehst du? Wenn du mir deinen kleinen Gefallen tust, sieht die Sache allerdings anders raus. Hör zu, Dokri. Es liegt dich um, ich bin Russe, ich mach alles kalt. Jedes Mal, wenn ich dich einfach nur Informationen bitte, schickst du mich auf irgendeine Mission, um irgendeinen nutzlosen Gegenstand aufzutreiben, den dir irgendjemand gestohlen hat. Ich bin nicht dein Handlanger, klar, ich bin ein Kunde. Wenn ich nach Adoria zurückkehre, werde ich in einer einflussreichen Position als jetzt sein. Und dann werde ich mir überlegen, ob ich mir deinen Kopf auf ein Silbertablett servieren lasse. Drohst du mir etwa, Adoriane? Ja, du darfst das ruhig als Drohung auffassen. Außerdem brauche ich gerade eine Rose. Ich hab's bei, wenn ich es überfragt. Die Lage beruhigen, nicht einschreiten. Nee, chillt mal. Bitte beruhigt euch wieder. So kommen wir doch alle nicht weiter. Na klar, ich hätte recht, du. Ich tue mir schon schwer damit, Informationen aufzutreiben, die Leute haben will, wenn ich gestresst bin. Die Geschichte von Lautern, die 3M, wer bist du? Wer bist du? Wer genau bist du? Wer genau ich will, man nicht mit Dokri dem Meer helfen. Aber ich kann einfach nur Dokri. Ich bin ein guter Zuhörer und tausche gerne Informationen gegen Informationen. Hat ein Kunde nichts Interessantes zu erzählen, muss er für meine Informationen eben bezahlen. Mein Motto lautet schon immer, wer zuhört, erlangt Wissen, und Wissen ist Macht, und aus Macht folgt große Verantwortung, sagt der Onkel Ben. Die 3 Erben, die von Lautern, Verabschiedung. Die 3 Erben. Du weißt nicht zufällig, wo wir die 3 Erben des Lords von Lautern finden können, oder? Es heißt, dass ein Eichenliste Kinder von dort altern und uns retten konnte, als die Stadt zugrunde ging. Aber niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Es gibt hier in der Stadt einen schrägen Vogel namens Gleck, der behauptet, Lord Aldenator's Sohn zu sein, aber hey! Der ist nicht ganz richtig im Kopf, wenn ihr wisst, was ich meine. Der kifft regelmäßig und langt in Steckdosen und so, ne? Vor nicht allzu langer Zeit hat Gelat behauptet, dass die Meteore einst ein einziger Planet waren. Leute, guckt euch mal die Bruchstücke an, die passen wahrscheinlich perfekt zusammen. Was war das wohl? Es war ein Planet! Klage ist einfach verrückt und ich bin gar nicht zurückgeblieben. Geschichte von Lautern. Erzähl uns mehr über die Stadt Lautern. Ihr wollt die Geschichte über Lautern, Piki, Lankun hören. Ja, moin, wenn ihr meint, dann würde ich aber der Herr Buki erstmal kurz hier noch was einschenken. So, also, ich fange mal an, ne? Das ist eine sehr alte Geschichte, Freunde, die eine Geschichte über Ski und Verrat. Verrat? Die Idee dazu ist wie weg, ist eine Geschichte über Heiterkeit, die in meinem Trainer mehr erinnert. Eines finsteren Abends wurde Festessen abgehalten. Die Gäste aßen und aßen, ohne zu wissen, dass das Essen vergiftet war. Einige sehen darin die tödlichen Konsequenzen politischer Machtspiele, andere schreiben den Tat einem Wahnsinnigen zu. Betrunken und wissen leerten die Gäste ihre Teller und machten ihren letzten Atemzug. Die Geschichte endet damit, wie das Lichtschimmern in der Laternen immer schwächer wird und letztendlich nur noch Dunkelheit und Stille herrschen. Die Menschen und die Sheiks haben darauf das gesamte Gebiet abgeriegelt, auf das der Tag kommen möge, an dem die Nachkommen von Lord Aldenator mündig sind und ihre Erben antreten können. Liebe Entwicklermann, ich lese es hier gerade irgendwie halbwegs zügig durch und ihr?
verabschieden. Vielen Dank für die Informationen. Auf bald. Jo. Ja, das waren die Höflichkeiten und Floskeln. Das war kein gutes Geschäft. Okay, okay. Was ist jetzt los? Tut mir leid, aber hier geht es nicht weiter. Es kommt nicht in Frage. Hilfe! Wir haben dein dummes Gerede langsam satt. Ja, aber ich hätte offensichtlich genug davon herum erzählt. Du wirst der Sohn des Lords von Lautern. Ich bin der große Atmer. Halt den Mund, Abschaum. Du hast da mal eine schöne Kette umhängen. Und gibst du sie mir nicht einfach? Du brauchst sie doch eh nicht, oder? Nein, nicht. Nicht mehr mit mir. Das ist alles, was ich habe. Verschwinde, oder ich werde. Oder du wirst was. Oder ich werde dafür sorgen, dass ihr verschwindet. Verstanden? Wirklich, Obi ist von mächtig böse. Alter, die filetiert dich, Mann. Och, wie süß. Haltet die Klappe und schaut euch davon. Ich schlage vor, ihr verschwindet. Ihr seid geliefert. Wir werden euer Leben über euren Tod in die Kenntnis setzen. Und eure Mütter werden mir sogar eure Zähne schicken. Los Leute, zuerst kommen wir uns um sie, danach um Klick. Warte mal, wie waren meine Angriffe nochmal? Ah ja, okay, hab's. So, Bams. Hallo? Weichst du mal aus? Danke für die Kameraführung, die war mega. Achso, ich probiere auf jeden Fall Hyper-Energie. Ich vergesse es immer. Ja, dann geht's aufs Maul. Alter, wie schnell sind die? Was ist denn der komische Flaschner-Typ? Der seine Frau betrügt. Au. Ja, vor allem, er versteckt sich in einem Gebüsch, der Schweinepriester. Ja, vor allem, der weicht doch nochmal aus! Mann, hallo! Entschuldigung, jetzt krieg ich aber gerade einen Hals! Oh ja, kurz war das, sie verpisst der Drecksack. So. Ach, sie geht über Hyper-Energie. Das reicht doch mal, Alter. Das gibt's doch nicht. Warum sind die so übel schnell, die Pimmel? Ihr habt den Dank meiner Träume geliebt. Ja, bei eurem Herrn und Weiß eine große Hilfe. Das bin übrigens ich. Schließlich Dank, dass ihr eingeschüttet seit ein paar Minuten. Wir hätten mir selbst die Hände schmutzig machen müssen. Ey, ganz ehrlich, das war gerade so ein widerlicher, dummer Abfuck. Neu! Das ist mir gerade mega auf der Sack, Alter. Der Typ, was geht bei dem? Wie schnell ist denn der? Da hat Schlocker schon mal zu reagieren, Alter. Der hat voll die fucking Bots am Start und Hacks. Habt ihr gesehen, was? Piu, piu, weg hier, zack, bam, da. Ja, YOLO läuft, ne? Erbe von Ladern, Bist du wirklich einer der Erben von Lord Alaton? Ich hab grad wieder. Nee, bei dem Schiebrosch echt Baldrian, Mann.
Natürlich, ich bin jetzt nicht Freund von Altona Rathaus. Ich würde das auf den Schirm gehen, bis und zwar in einer sehr hohen Konzentration. Es riecht nach Scheiße. Ja klar, und ich bin der König der Schweinehirnchen. Warte, jetzt bin ich wirklich verdammt. Was ist mit meinen Brüdern, kennst du sie? Alter, die haben fett durchgebürstet. Meine Brüder? Nein, überhaupt nicht. Ich bin möglicherweise der einzige Erbe. Wir kommen ja wirklich sehr gut voran. Hat jemand ein Messer und Schlitz um die Kehle auf? Ich weiß, wer über seinen Brüdern erfahren könnt. Nicht weit von hier im Nordwesten befindet sich ein geheimnisvoller Wald, in dem Pois leben. Die Vögel besitzen die Fähigkeit, mit Ahnen ihres Gegenübers zu kommunizieren. Ja. Ja, die Pois sind nicht so weit zurück in die Vergangenheit, reicht ihre Fähigkeit. Sie können damit dann mit Vorfahren kommunizieren, die bereits vor langer Zeit gestorben sind. Und wenn wir uns mit Clikes Vater sprechen, kannst du mit dem Pui sprechen? Was hat dich hier verschlagen? Ja, wird mir anders hören. Was dich hier nicht hingeführt? Sollst du nicht in den alten Friedhof bewachen? Nachdem was passiert war, als wir uns jetzt mehr gesehen hatten, musste ich nach Antworten suchen. Ich will wissen, wer mein Mann benutzt hat. Und dafür zu sorgen, dass ich dunkle Ski in Meunis ausbreiten kann. Und jede Spur, die ich habe, führt nach Laotin Pikilanku. Aber ich komme nicht in die Stadt. Eine magische Barriere aus Raumski hindert mich daran. Da habe ich mich umgehört und dann von Clike erfahren. Ich bin weit und weit bekannt. Bitte sehr wenigstens für einfach mein Schild, du dumme Missgeburt. Und wenn wir uns mit Clikes Vater... Und wenn wir nur mit Clikes Vater sprechen? Bestimmt wäre die Sache leichter, wenn wir nur mit Clikes Vater sprechen. Schließlich müssen wir da selber ein junges Pui können, oder? Ja, aber Jungpui sprechen nicht unsere Sprache, so dummes Stück Scheiße. Kannst du mit Pui sprechen? Was? Achso, ja. Ehrlich gesagt, sind meine Pui-Sprachkenntnisse etwas eingerostet. Kannst du vielleicht mit ihnen sprechen? Der Legende nach gibt es einen sehr, sehr alten Pui, der marianischen Sprache mächtig sein soll. Er versteht sogar Frauen. Verabschiedung. Es war schön, dich zu sehen. Wiedersehen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich finde mich einmal von Pikulanku. Gebt mir Bescheid, falls ihr einen anderen Weg hineinfindet. Viel Erfolg! Die Weltraumbrüder. Wir müssen mit dem großen Pui im Herzen des Waldes des Pui reden. Es wird einem helfen, die Tätigkeitsbrüder zu erfahren. Ja, okay, gut. So, wo ist das andere Ding? Was, die vier Leute? Ach, da draußen. Okay. Müssen wir kurz raus. Die brauchen irgendwie ein ganz komisches Holz. Drüben ist der andere Typ. Rose? Ernie. Dame Finten ist eine gute Bürgermeisterin. Sie lässt uns leben, wie wir es für richtig halten. Und das ist auch gut, ja. Rose? Guten Tag, ich bin Rose. Und helfe hier auf Ernies Hof aus. Tut mir leid, ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Können wir helfen? Vielleicht können wir helfen. Mit Vergnügen. Ich muss all den Mist von den Amos wegschaffen, aber das dauert immer so lange. Es wäre für mich eine große Erleichterung, wenn ihr mir helfen würdet. Ein Haufen weniger. Was dauert denn so lang, Mann? Ich sammle schon Scheiße auf. Hä, was war denn jetzt gerade los? Die können mir lenken. Was weiß ich über die Stadt? Achso, ja, schön für euch. So, Rose, hab Scheiße aufgesammelt. Wie sieht's mit dem Tiermist aus? Gut sieht's aus. Wir haben alles weggeräumt. Danke. Wie kann ich dafür danken, weil ihr vielleicht kostenlos ein Armhaus ausleihen? Ich stimme für Dame,
Was ist aber, wenn wir das so machen, dass wir 2-2 machen, was passiert dann? Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn beide regieren würden. Deswegen machen wir nicht eine Mehrheit, sondern wir sollen für Windhem stimmen. Nee, für Ultaris. Dann brauchen wir kein Amos. Aber wir wären dir sehr dankbar, wenn du bei den Wahlen für Ultaris stimmen würdest. Wenn auch das irgendwie hilft, stimme ich halt für Ultaris. Ich blicke bei der momentanen politischen Situation sowieso nicht durch. Mein Gedanke ist eigentlich, dass wir das so hindeichseln, dass die herkommen und unentschieden ist, ne? Und dass dann aber, jede Rose hat ihre Dornen. Jetzt ist der Stall wieder sauber, wir sollten Rose Bescheid geben. Ja, hab ich ja. Dass es dann so ist, dass die beide an die... Was wollt ihr? Hä? Nix? Verpiss dich. Wollte ich gar nicht. Dass beide in die Macht kommen. Und, dann beide regieren auch. Das wäre zumindest mein Traum gerade. So, Maris, gibt es Neuigkeiten? Ja. Ja, wir haben 2 Ohren gefunden, die zueinander passen. Allerdings vor 2 verschiedenen Häusern. Vor deinem Haus und vor Sonjas Haus. Ich verstehe. Danke für eure Hilfe. Kann ich mir tun als Zeichen meiner Dankbarkeit? Vielleicht eine kostenlose Heilung? Stimme für Winter. Heilungsmoment nicht nötig, aber wenn du bei den Wahlen Dame Windhem deine Stimme geben würdest, wären wir dir sehr dankbar. Wenn ich damit eine Frau stehen kann, würde ich mich damit im Zimmer. Ich hoffe, ich kann es realistisch rüberbringen gerade. Ich hoffe es. Und du wolltest Werkzeug, ne? Und für den müssen wir Äpfel holen oder so ein Scheiß, okay. Ich glaube, wir speichern erstmal. Wir haben gerade so viel getan, gerade schon. Wenn irgendwas passiert, noch Schlimmes. So. Gut. Meine Fresse, du. So, kann ich jetzt so ein Vieh haben? Ich will sowas haben, Mann! Einer drauf hüpfen! Hallo! Bert? Und hast du den Platz von Dame Windhem einnehmen? Wenn das passiert, können Ernie und ich wahrscheinlich nicht mehr gemeinsame Sache machen. Wer ist Ernie? Was machst du mit Ernie für eine gemeinsame Sache? Wo geht's hier lang? Kommt hier irgendwo wieder eine Alpha-Wand? Warum ist der Fels da vorne befestigt? What the fuck? Logic? Kapier ich nicht. Hallo Schweinehörnchen. Es ist merkwürdig. So, Kerakuko, genau, mach mal Kerakuko. Rang S, dankeschön. Poki, genau, ich spiele es mit Poki. Wir haben Ausrüstung neue. Ich bin gerade noch. Ich weiß nicht, ob das euch gerade so fällt, das jetzt, weil ich hoffe es nur schwer. Ich bin gerade selber etwas unzufrieden. Also irgendwie so hin und her und keine Ahnung. Ah, warte mal, da brauchen wir noch wieder Genji. Erstel. Genji. Genji? Ach, das war Overwatch, okay. Ach Gott, ich komme jetzt Genji. Ach, schön. Nee, es macht schon Spaß, aber das Kampfsystem ist manchmal so abgefuckt. Die Gegner sind so OP. Also, die filetieren einfach mal kurz. Was ist denn das jetzt hier eigentlich gut? Wo komme ich da hin? Südlicher Wald, okay. Ah, wir machen erstmal die Ebene hier. Aufgabe für Aufgabe für Aufgabe. Warte mal, Tagebuch, Nebenquest. Maestra, Frick hat uns gegeben, ein Stück Kajakholz für ihn Instrument aufzutreiben. Ja, wo finden wir das nochmal? Was ist hier irgendwo im Tal? Ich bin gerade am Überlegen. Ich gucke nebenher ein bisschen auf die Grafikkarte, aber die chillt. Das ist gut.
Hallo. Warte mal. Was habe ich für auf? Attacken. Kampfinformation des Wortes. Nicht erlaubt, ausweichen. Gut, dann mach ich mal nicht aus, ist egal. Ist mir egal, ob ich jetzt ausweiche oder nicht. So, was haben wir noch im Angebot? Alter, bist du jetzt doof? Oh, mir fällt gerade auf, ich habe das andere Sachen heute ausgerüstet, verdammt. Alter, verlangsamt, das geht. Achso, was mache ich hier gerade? Ich habe nicht aufgepasst. So, jetzt müssen wir mal kurz aufpassen. So, mal kurz killen. Ich war gerade langweilig. Uninteressant. Ich weiß. So, jetzt mal kurz Gegenstände. Das wird total verbrennt. Gelbe Frucht nämlich. Die kommt jetzt auf Bernstein. So. So, perfekt. Autsch! Die sehen aber schwer aus. Ich will da vorher speichern. Sorry, das ist mir zu heiß. Dann legen wir uns mit denen mal ein. Aber legen wir vorher schon mal. Sehr schön. Und der Opa hat ja nichts gesagt, groß, gell? Seid gegrüßt, willkommen in meiner wundervollen Welt der Tiere. Mein Name ist Itzius. Man nennt mich den Zooverwalter. Nun ja, ich würde hier ganz so genannt werden. Diese Welt beheimatet unzählige Kreaturen und ich will sie alle haben, damit sie in einem eigenen fahrenden Zoo sein. Stellt euch vor, in jedem Dorf, in jeder Ortschaft, in jeder Stadt auf der ganzen Welt. Ich finde mich, all die Kreaturen zu beobachten, diese Bestaunen zu erforschen, unglaublich warm, nicht wahr? Na, was meint ihr? Wie findet ihr es dabei zu helfen, um mein Zoo mit Kreaturen zu füllen? Wäre das nicht eine spannende Herausforderung für euch? Nein. So ganz anfreundlich können wir uns mit deiner Idee nicht. Nein, das ist momentan nichts für uns. Aber warum denn? Es wäre eines größten Abenteuer eures Lebens. Ihr würdet eure Meinung auch ändern, das weiß ich. Fuck you, Alter. Man spürt hier nicht ein. So, jetzt gehen wir zu den fetten Brechern da nach oben. Aber erstmal den einen. Mal gucken, weil wir uns eh schon klatschen. Ich sehe schon kommen. Ich noch voll die Low Bobs. Ja, wobei, so Low Bob ist der gar nicht. Geht sogar. Dem Drehkick läuft. 600 Us. Komm, Training, Training, Hyper, Hyper. Alter, kannst du auch mal... Kannst du auch mal das machen, was ich von dir will? Was hast du für Techniken drauf? Boomy könnte man üben. Hallo XX? Bist du eigentlich ein bisschen dumm oder was?
auch XX, RT, ja, Spumi. Spumi, hey! Alter, voll die Low-Bob-Schrottattacke. Okay, geh mal weg, Kleiner. Okay, ich sehe schon, du wirst sterben. Dulu, ja, Dulu, ey. So, jetzt greifen wir mal kurz an. Haben wir es können. Oder wir gehen mit ihm rein. Was wir mit ihm noch machen? Genau, das mal ausprobieren. Ah, das war die Sache. Super! Wo explodiert denn die bin in der Nähe? Lol, tut dem halt gar nichts, ne? Vollroffel. Alter, aber Wasser tut dem weh wie Sau. Wir werden gerade noch die Dings dazu, den Effekt. Kann sich auch mal kurz heilen. Ah, weil jetzt weiß man nicht, so viel fertig. Oh, immun, okay. Komm her, mein Freund. Wuhu. Gegner auf meinem Niveau, langsam. Im Denken. Stirb. Ach, da kommt noch einer. Okay. Deswegen, die Kameraführung ist manchmal so arschig. Was war mal, da war er immun dagegen. Hihi, ich vergaß. Warum regeneriere ich mich gerade? Was haben wir im Nahkampf? Achso, das wollte ich gar nicht. Ich würde auch noch schön, wenn reinstehen würde, was wir gemeistert haben, was nicht. Hä? XRT Vernusu. Der macht's nur nicht, der Vollidiot. Hä? Warum macht er das nicht? Also, hier gibt's doch ein blaues, oder? Ski. Muss ich mal kurz aufladen. Warum macht er das nicht? Ich lass mal gerade mal die Zeit. Grün gibt's ja auch noch, brauchen wir nicht, haben wir schon. Ah, das andere fühlt sich auch auf, aber langsamer, okay. Ah, Cooldown noch, okay. Rukacha! Oha, das bringt ja sogar was, ich kann das Ding auch steuern, jetzt kapiere ich das, okay? So, das hat er schon mal gemeistert, sehr schön. Techniken, Ausrüstung, Fernkampf, gemeistert. Zahlen, weil da steht nichts dran, deswegen. Manchmal ist das so aktiv. In Disziplin, die lange Empfindung. Ja, ja, lern mal. Ich muss nur kurz auf Ausrüstung gehen. Hier. Feuer und zwar kommst du gegen das rein. So. Es ist gerade merkwürdig. Der hat den Angriff einfach nicht gemacht. AXRT. Da ist nichts passiert. Der kickt, aber schlägt nicht.